Mein Verhältnis zu Laura ist schon wahnsinnig was Besonderes. Wie geht's dir, mein Engel? Ganz okay. Ganz okay, ja. Es ist mein erstes Baby und ja, es ist einfach Liebe. Er hat nichts super Schlimmes gemacht, aber hat viel Scheiße geredet. Hat auch viel getrunken. Oh, ich kann gar nicht mehr. Ich bin gerade einfach super, super, super glücklich. Wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Boah, das war hart hier, Mama. Das war richtig hart. Ich hab das so unterschätzt. Siehst du? Ich habe das Gefühl, ich bin seit einem Monat hier. Naja, weil man Mama, so das, von der Außenwelt du kannst dir das nicht vorstellen, wie lange ein so ein Tag ist. Meine Mama und ich, wir sind wirklich eins und die ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich glaube, so zwei Wochen vom Partner weg ist schon das hart, ist krass. Aber das stärkt, finde ich, doch noch mehr die Beziehung, weil ich glaube, so merkt man ja auch, was man an demjenigen hat. Ja, ist schon, also wirklich, Mama, du kannst, man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Das kommt mir vor, als wäre das ein Monat her. Siehst du, das ist es nämlich. Komm mit. Also dieser Sound, ich habe es gar nicht richtig verstanden. Ich habe mich nur erschrocken und dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Pass auf, aber mach dich gefasst, Mama. Das ist schon, trotzdem das noch mal zu sehen, ist noch mal was anderes. Durchatmen, Lauri. Dass da jeder Mann. Deswegen, Digga. Ja, krass. Geiler Schwanz. Geiler Schwanz, Digga. Komm mal ran, auf den Meter. Ja, das ist. Das kannst du doch so gar nicht sehen, oder? Doch, wir sehen alles. Ja, doch, doch. Das sieht man Länge, schon. Ihr habt den Röntgenblick. Länge, Form, ne? Alles. Umriss. Am wichtigsten ist, dass die Eichel gut ist, ne? Ja, die Eichel, die muss gut sein. Seht ihr das auch dadurch? Natürlich ist es ein bisschen unangenehm, wenn die Mama daneben sitzt und dann diese Bilder sieht, die ich gesehen habe und die mich halt in dem Moment sehr verletzt haben. Das Ding ist, guck mal, du vergleichst ja auch deine Freunde. Ne? Wenn ich jetzt hier eine habe, wo ich sage, das connected so, dann muss ich ja auch gucken, was ich habe. Ja? Wenn ich mir vorstellen könnte, vielleicht mit einer anderen Frau was zu haben, dann müsste ich ja erst mal gucken, ob ich bereit wäre, Laura dagegen einzutauschen. War schon sehr ehrlich. Ja. Also ich musste auch erst mal schlucken. Ja. Ja. Das mit dem Vergleichen, klar. Aber was riskiere ich? Das hatte er ja gesagt. Ja, genau. Ich denke mir mal, Phil hat einfach überhaupt nicht nachgedacht, um ihn mal in Schutz zu nehmen. Ich denke, er hat all das ringsrum vergessen. Ich habe auch nicht alle Gespräche gesehen. Man wird dann auch noch mal sehen, was er am Lagerfeuer vielleicht über mich sagt und wie das Resümee ist. Weißt du, was ich meine? Aber Männer sind da halt einfach ja, doch, ist so. Ein bisschen primitiver. Ja, das ist das richtige Wort. Als ich mit meiner Mama die Bilder noch mal zusammen angeguckt habe, sie hat ja auch gelacht und geschmunzelt, meinte, das ist halt einfach Phil, ne? Das hat mir jetzt auch noch mal Kraft gegeben. Pass auf dich auf, du brauchst nicht traurig sein. Ja. Ich bin sehr stolz auf Danke. Dich. I love you. Lieb dich mehr. Tschüss, du mein bist Schatz. Die Beste. Und danke, dass du hier warst. Mama, wirklich, du weißt nicht, was mir das bedeutet. Also ich realisiere das auch noch gar nicht. Wir sehen uns und ich liebe dich. Pass auf dich auf.